Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich stehe im überschaubaren Getümmel dessen, was sich in Berlin ein Weihnachtsmarkt schimpft, und reibe meine Hände. Das Känguru kommt von irgendeiner Bude zurück. Was isst du denn da Seltsames? Frage ich. Das Känguru zuckt mir den Schultern. Irgendeine Art Wurst, sagt es. Ja, aber was für eine Wurst? Der Magen einer Sau, die Gedanken einer Frau und der Inhalt einer Wurst bleiben ewig unerforscht, sagt das Känguru. Wie bitte? Frage ich. Wo hast du denn den Spruch her? Irgendwo aufgeschnappt. Das Känguru schiebt sich den Rest seiner Wurst in den Mund, macht einen Satz nach vorne und landet in einem vom Räumdienst aufgehäuften Schneeberg. Es kichert. In einiger Entfernung hört man einen Kinderchor singen. Das Känguru steht auf, schüttelt den Schnee aus seinem Fell auf meinen Mantel und sagt: All diese Weihnachtslieder kommen ja so harmlos daher, aber wenn man mal ideologiekritisch rangeht... Oh ja, bitte, sage ich. Zum Beispiel Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Reinste Leistungsgesellschaftspropaganda. Ach ja? Klar, pass auf. Die Story, alle Rentiere machen sich über Rudolf lustig und lassen ihn nicht mitspielen. Dann kommt der Weihnachtsmann und benutzt ihn als Frontscheinwerfer und plötzlich finden ihn alle super. Moral? Nur wer Leistung bringt und eine Funktion erfüllt, hat Anspruch darauf, ordentlich behandelt zu werden. Ich mag Weihnachtslieder, sage ich. Mein Papa hat uns immer Kling, Glöckchen, Klingelingeling vorgesungen. Das fand er total witzig, weil wir Kling heißen, verstehst du? Meine Mutti hat mir immer Morgen, Kinder, wird's nichts geben, von Erich Kästner vorgesungen. Kenn ich nicht, sage ich. Das Känguru singt mit brüchiger Stimme. Morgen, Kinder, wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Was ist los? Fragt es plötzlich. Nichts, sage ich und wische mir eine Träne aus dem Auge. Nichts.